Leonardo DiCaprio, The Revenant. Leonardo DiCaprio hat lange auf seinen Oscar gewartet. 2016 ist es endlich soweit. Er bekommt für seine Rolle in The Revenant die begehrte Goldstatue überreicht. Doch was viele gar nicht wissen, er hat schon vorher einen Oscar daheim gehabt. Denn die Produktionsfirma seines Kinoerfolgs, The Wolf of Wall Street, schenkt ihm bereits vor 4 Jahren einen Oscar zu seinem 38. Geburtstag. Den Oscar gewinnt ursprünglich Marlon Brando für Die Faust im Nacken im Jahr 1955. Dieses Geschenk hätte Leonardo DiCaprio aber besser nicht angenommen. Denn der Oscar ist stolze 600.000 Euro wert. Und deswegen gibt es jetzt richtig Ärger. Die besagte Produktionsfirma muss sich dem Vorwurf der Geldwäsche stellen. Dabei spielen auch hochwertige Geschenke wie Leos Oscar eine Rolle bei den Ermittlungen. Die begehrte Goldstatue muss der Hollywood-Star jetzt leider zurückgeben. Aber zum Glück hat er ja noch den verdienten Oscar aus dem Jahr 2016.